der gedanklichen Anstoß für die Gestaltung dieser Ausstellung gegeben. Wir stellten uns vor, dass aus Bausteinen, von denen jeder ein Netzwerk umfasst und damit alle die vielfältigen Tätigkeiten, Aktionsbereiche, auch die gesellschaftlichen Verknüpfungen von Rheinberger sichtbar gemacht werden. Alle zusammen, alle denen zusammen, sollten ein komplettes Mosaikwerk geben, wo alle wichtigen Informationen über diese Wirkungsbereiche Rheinbergers dargestellt werden können. Wir haben die Texte versucht, so präzise, so konzentriert wie möglich zu machen und haben sie auch in Deutsch und Englisch auf den Stelen. Die Titel und Inhalte der 18 Stelen, die Sie draußen sehen, reichen von der Biografie und einer Familienchronik bis zu Kapiteln wie Professor Rheinberger und die Akademie, die Schüler Rheinbergers, Rheinbergers Verbindungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika, Rheinbergers Schüler, Rheinbergers Beziehungen zu Italien, die Kirche als zentrales Umfeld für Rheinberger, Rheinberger und die Literatur oder zum Beispiel auch Rheinberger und die Chöre. Ich will hier nicht alle 18 Titel aufführen, aber an zwei Beispielen will ich das Konzept der Ausstellung etwas ausführlicher verdeutlichen, über die kurzen, konzisen Texte hinaus. Ich werde dazu als erstes Muster die Stele, die Verlage Bahnbrecher für Rheinbergers Kompositionen. Wie alle jungen Komponisten hatte natürlich auch Rheinberger große Mühe, als junger Komponist, als kaum 20-Jähriger, einen Verleger zu finden für seine Werke. Endlich 1859, als Rheinberger 20 Jahre alt war und rund 170 Jugendwerke schon nachweisen konnte, hat der Verlag Peters in Leipzig als Opus 1 von Rheinberger Viertklavierstücke abgedruckt. Mit zunehmendem Erfolg des jungen Virtuosen zeigten auch die Verlage immer mehr Interesse. Sie stritten sich nach und nach